So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go oder so. Heute ist der 16. Das heißt, heute war wieder Raid Boss Wechsel. Sekrom und Kyurem. Servus. Sekrom und Kyurem. Ach mein. Sekrom und Reshiram sind verschwunden, sind nicht mehr in den Raids, beziehungsweise bis kurz vor 11, bis dreiviertel 11, können die noch ungefähr drin sein. Aber offiziell ist Kyurem jetzt dran. Das erste Mal als Shiny mit Shiny-Einführung. Viele werden sagen, Kyurem ist nicht so interessant, weil das nur das normale Kyurem ist. Das ist nicht so stark, das läuft auch nur gebückt. Die wollen lieber auf das Schwarze oder das Weiße warten, bevor sie richtig abgehen. Ich habe ein 100er. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, XL-Bonbons zu sammeln für mein 100er Kyurem. Und natürlich auch dieses Maxen. Auch dieses kommt auf Level 50 dann. Wir gehen heute zur Apostelkirche. Das ist das Stadtwappen. Da waren wir beim letzten Mal, beim letzten Community Raid, das weiß ich noch ganz genau. Das ist die Apostelkirche. Normalerweise könnte man sich genau dorthin stellen, wo man letztens war, und könnte dort den Community Raid machen. Da hat man nämlich eine gute Ablage. Wir suchen uns jetzt aber hier was bei der Kirche. Da gibt es eine Treppe, da gibt es so eine Fensterbank. Da kann man sich hinlegen und dann kann man das auch machen. Wir werden euch jetzt also irgendwo hier aufbauen. Das ist die Apostelkirche. Entweder stelle ich mich dann hier ab. Hier ist alles ist halt nicht so schön, ne? Nicht so eine schöne Jahreszeit. Ist halt kein Sommer, muss man mit rechnen. Oder hier drüben. Das sieht eigentlich sogar noch fast besser aus. Vielleicht, wenn man das hier abstellt, hier so rumkniet und dann hier den Raid macht. Ist ein bisschen unbequem, ist nicht so schön, wie wenn man es da drüben gemacht hat. Aber ich wollte euch einfach die Arena zeigen. Ich habe sogar was noch Besseres. Hier am Eingang haben wir doch hier diese zwei Pfeiler mit Moos dran. Da werden wir euch einfach irgendwo hier draufstellen. Auf so einen Pfeiler mit Moos. Dann habt ihr wenigstens die Höhe von mir. Ich habe mein Brettle dabei. Legt da die Handys drauf. Und dann kann ich da auch zocken. Also, Kyurem Community Raid an der Apostelkirche. Es werden wieder 10 Leute eingeladen. Wer das ist, zeige ich euch gleich. Ich muss mal mein Zeug auspacken. Ich habe das 100er, ich brauche XL. Auf dem Weg dahin werden sicherlich ein oder zwei Shinies dabei sein. Ja. Mal gucken. Ich packe euch aus. So. Und ihr schreibt mal rein, ob ihr euch auf Kyurem freut, ob ihr Bock habt auf Kyurem oder ob ihr das jetzt wieder langsam angehen lasst. So, ich habe mich jetzt hier aufgebaut ein bisschen, ne? Jetzt habe ich schon das erste Problem. Ich will euch mal ganz kurz sagen, wer sich überhaupt eingetragen hat. Ihr wisst, ich mache das jedes Mal gleich beim Community Raid. Ich gehe auf den Community Tab bei dem Kanal. Dann können sich die Leute da einschreiben. Ich gehe immer auf Neueste zuerst, dass ich wirklich sehe, wer der Erste war. Wir haben jetzt hier Lucian, Sascha, Knudlina, Leon, XMX und Schimmernd auf dem einen Account. Und hier haben wir Kurli, Manu Benz. Hätte eigentlich gar nicht gegolten, weil ich immer sage, oben tragt euren Trainernamen und euren Trainercode ein. Weil Raid Mania und Raid Party laden euch ein, tragt euren Namen und den Code ein. Aber Manu hat gesagt, er würde sich freuen, ne? Also nehme ich den trotzdem mit. Hat er seinen Trainercode da hingeschrieben. Also ist es Kurli, Manu Benz, Trainer Sir Ups, Holmes Sherlock und Oliver. Jetzt habe ich also 10 Leute insgesamt geaddet. Es sind nur noch 2 Minuten bis zum Raidbeginn. Und ich habe auf diesem Account Knudlina, Leon, Schimmernd, Lucian. Einer fehlt, einer hat noch nicht angenommen. Ich habe auf diesem Account, wenn sich jetzt nichts getan hat weiter, oh, jetzt ist noch einer dazugekommen, Kurli, Holmes, Trainer Sir Ups. Das heißt, 2 fehlen. Also, da haben nicht alle angenommen, da haben nicht alle angenommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es sind noch 2 Minuten, ob man das so kurz vor knapp machen muss, weiß ich nicht. Aber nochmal zur Erinnerung.
Es ist egal, ob ihr auf dem Main-Account befreundet seid oder nicht. Ich schreibe ja nicht umsonst der und der Account laden ein. Lasst euren Trainercode da. Ist ja klar, dass der und der Account euch dann edit, euch eine Einladung schickt und euch dann einlädt. So werden sicherlich wieder welche fehlen. Keine Ahnung warum. Ich habe meins getan. Wer da nicht richtig liest, das ist ja jetzt eure Schuld, wa? Da muss man auch mal sich so aus dem Fenster lehnen. Gleichzeitig habt ihr hier eine Infografik, da können wir uns die WP vielleicht mal merken. 2042 wäre das 100er. Auf Level 20 oder mit Wetterboost 2553. Es sind überall andere Konda angegeben. Ich habe mir jetzt eine Metagross-Armee gemacht. Hier seht ihr auch Katapult, Sangdo-Klinge bei Terrakium. Als bester Konda sogar Konda-Aurasphären. Lucario ist da noch davor. Ich habe jetzt halt Metagross. Das habe ich aber auch hier gepostet. Und was ich noch lustiger finde, ich habe die GoTool-App, auf die verweise ich ja immer, die mag ich ja so sehr, aber die GoTool-App hat mich heute wieder zum Feiern gebracht. Wenn ich mir das mal hier angucke, wenn wir auf Stufe 5 Raids gehen, habt ihr jetzt ja Kyurem drin. Okay, das passt zwar nicht wirklich, weil es da anzeigt, Metagross Kampfattacken und Haspiror Stahlattacken ist kompletter Unfug. Wenn ich jetzt mal auf die Mega-Raids gehe und gucke dann hier unten, hier Mega-Stalos und Mega-Rex-Blizzard, einfach alles Feuer. Alles Feuer ist okay. Aber was bitte ein Mega Haspiror mit Feuerattacken schon wieder? Lucario mit Feuerattacken. Demeteros Feuerattacken. Meistergriff Feuerattacken. Kyogre Feuerattacken. Also das sind die besten Konda. Einfach Feuer. Ja, wenn ihr die Liste kopiert, habt ihr natürlich trotzdem die entsprechenden Pokémon, die sinnvoll sind. Wir haben das jetzt hier nicht gemacht. Sonst hätte ich hier ein eigentlich mega Schlappohr nehmen können mit Kampfattacken. Das ist ja dann trotzdem sinnvoll, aber ich werde mich jetzt hier drauf konzentrieren. Ich habe jetzt meine Metagross-Armee am Start. Mal gucken, ob jetzt trotzdem beim Einladen noch die restlichen da sind. Es ist jetzt schon 31. Das ist, wenn du 10 Jahre lang das Handy nicht anhattest. Wir gehen jetzt hier drauf. Wir machen jetzt hier eine private Gruppe. Wir machen hier auch privat. Jetzt müssen wir den Trainercode wieder hier eingeben. So, Gruppe erstellen. Shiki Bisasam. Und nochmal Bisasam. Jetzt müssen wir natürlich die Leute einladen. Da merkt ihr auch gleich, wen ich einlade. Knutlina, Leon, Schimmernd, Lucian. Einer fehlt. Kulli, Holmes, Trainer Sir Ups. Zwei fehlen. Jetzt kann ich mit meinem Großen aber hinterhergehen. Auch über eine private Lobby gehe ich jetzt da einfach rein. So. Shiki, zweimal Bisasam. Funktioniert. Drück mal hier drauf, bin jetzt drin und theoretisch, wenn alle drin sind, könnte man es natürlich öffentlich machen. Haben trotzdem drei Leute nicht angenommen. Keine Ahnung, es ist schon 31, es ist schon 32 jetzt mittlerweile. Also es ist nicht so, dass ich eher gestartet habe, es ist so, dass die halt nicht angenommen haben. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wieso ihr nicht da wart, ne? Wer es jetzt verpasst hat, der Rest sollte vielleicht reinkommen. Hier habe ich mein Team Keilriemen genannt. Ne? Es ist ja ein Kyurem, es ist ja ein Keilriem. Also nehmen wir mal mit, drücken jetzt hier durch, raiden das und dann schauen wir mal, ob es vielleicht sogar einen Shiny gibt in der ersten Runde. 9 Leute sind jetzt drin. Ramses Raid Party, Ramses Raid Mania. Genau die zwei, die einladen. Hier habt ihr den Holmes Sherlock, ihr habt Knutlina, Leon, Trainer Sir Abs, Kurli Uhuwe, Lucian, Schimmernd, alle dabei. Ja, und mehr wird's wohl nicht. Obwohl wir 10 sind. Normalerweise insgesamt müssten wir. Ja, nee, das passt genau. Wir müssten 13 sein. Wir sind ja sonst immer 16. 10 Eingeladene, ich mit 6 Handys. Jetzt habe ich nur 3 Handys. Das heißt, es sind 10 Eingeladene plus 3 von mir. Passt also perfekt. Genau die drei, die fehlen. Wir müssen das jetzt hier festhalten, drücken hier mal mit der anderen Hand. Wir gehen jetzt hier also schön auf Stahlattacken. Das ist ja vom Typ Drache und vom Typ Eis. So, jetzt fängt es auch an. Ist natürlich schade, dass sich im Community-Tab noch mehr Leute eingetragen haben. Also nach den ersten 10 gab es bestimmt noch mal 5. Da hätten sich jetzt von den anderen vielleicht welche gefreut, wenn die die Chance gehabt hätten, einfach dabei zu sein. Aber kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich muss die ersten 10 immer nehmen. So steht es auch oben drin.
Wer dann nicht annimmt oder nicht da ist oder es verpasst oder verschläft oder sonst was oder wer doch keine Zeit hat, ist halt so. Davon geht die Welt nicht unter. Wir werden heute Abend auch Glaciola Raids zum Beispiel anbieten, weil durch das Winter-Event und den Raid-Boss-Wechsel gibt es jetzt natürlich besondere Spawns wieder. Seemobs ist da mit Schal und als Shiny, erstmals im Pokémon Go als Shiny verfügbar, wohl nicht entwickelbar, weil es ja kostümiert ist. Das heißt aber natürlich, nachdem der Schal weg ist, können die ab sofort Seemobs dann auch Shiny finden. Gleichzeitig auch Glaciola mit Schal, mit Kostüm in den Raids. Wieso fällt er denn jetzt hier um? Und das im Dreier-Raid und das werden wir anbieten. Das kann man nämlich nicht wild finden. Diese Woche Glaciola-Raids. Ich denke mal am Donnerstag jetzt und am Dienstag dann vielleicht noch. Weiß gerade nicht, wann der Wechsel wieder ist. Und dann gibt es später ja auch Galaflampion-Raids, weil das eben auch als Shiny eingeführt wird. Drücken das jetzt hier alles durch. Hier gucken wir uns gleich mal an. Die Belohnungen, die sind nämlich auch neu. Seit ein paar Tagen gibt es das. So, und wir haben ein, das ist kein Shiny, das ist auch nix, 78, 80, so, was haben wir denn hier? Ramses Raid Party, reichlich Freunde, ein wahrer Freund, ja, der hat ja auch alle eingeladen. Kuli, Reisender, Ramses Stylish und letzter Angriff vom Lucian. Drücken wir jetzt mal hier drauf, gucken uns das mal an, was das ist. Es ist kein Shiny. 2027 ist auf jeden Fall schon mal das Beste, was hier dabei ist. Das müssen wir jetzt noch fangen. Dafür stelle ich mal kurz das Brett weg, oder? Moment. Ich stecke die einfach ein. Ich hänge das wieder hier drum. Euch nehmen wir hier vor. Und jetzt geht es um die Wurst. Wie gut lässt er sich fangen? Wir werfen mal eine Beere drauf. Der sieht schon mal nicht so aus, als würde er nach links und rechts ausweichen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Er ist einer, der hüpft. Okay, aber das Hüpfen sollte uns jetzt nicht rausbringen. Das heißt, wir könnten eigentlich normal den Kreis einstellen. Könnten immer warten, bis er angreift und dann werfen. Er scheint nämlich sehr hibbelig zu sein. Der Kreis müsste theoretisch so schon passen. Wir warten jetzt wirklich mal drauf, wenn er... Ah, jetzt habe ich den Kreis verstellt. Hier, guck, wir machen es mal professionell. Kreis einstellen. So, Kreis ist eingestellt. Jetzt nicht mehr werfen. Nur werfen, wenn er wirklich angreift. Damit er den nicht abwehren kann. Damit er nicht weghüpft. Damit der Ball safe einfach drauf liegt. Das kann manchmal etwas dauern. Das erfordert ein bisschen Geduld. Aber ihr werdet auf jeden Fall dafür belohnt, wenn ihr seht, dass ihr eine höhere Fangrate habt. Ja, lässt sich auf jeden Fall Zeit. Ja, er hüpft, okay, soll er hüpfen. Jetzt greift er an, das heißt, jetzt müsst ihr natürlich werfen. Und jetzt habe ich natürlich daneben geworfen. Keine Sorge, ich war abgelenkt. Ich konzentriere mich jetzt. Jetzt klappt es bestimmt gleich besser. So, jetzt greift er an. Wir curven also, wir müssen noch ein Stück nach links. Ich raff das nicht, ich muss noch weiter nach links. Das war irgendwie zu viel, zu doll und irgendwie noch zu weit rechts. Er hat eine ganz komische Kurve gefühlt. Also, nochmal abwarten, bis er angreift. Und jetzt ganz nach links ziehen. So werfe ich sonst nie, ich schwöre. Normalerweise immer so schön, zack, ungefähr so einen 45-Grad-Winkel. Das war nicht so... 35 Grad, da kommt der Mathematiker wieder raus. Aber 35 hat auf jeden Fall geholfen. Haben jetzt auch 3 XL dafür bekommen, wir können ihn auch mal bewerten. So schlecht dürfte der nicht sein. 15, 15 und 11 ist eigentlich ganz gut. Ne? Wie gesagt, den Rest habe ich eingesteckt. Das habe ich jetzt mal hier dran gehangen, so als Ablage kurz. Was mit dem Rest jetzt wie gesagt war, weiß ich nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, wer jetzt alles gefehlt hat, warum ihr gefehlt habt, warum ihr nicht angenommen habt. Ich meine, das sind eigentlich alles bekannte Leute gewesen, die schon ewig dabei sind. Die müssten es eigentlich wissen, wie der Community Raid abläuft. Bei 9 Leuten hätte ich das noch verstanden, dass sie da keinen Durchblick haben. Ich nehme das jetzt mit nach Hause. Ich freue mich heute Abend auf die Glaciola Raids. Wenn ihr da noch ein Shiny braucht, also ein Shiny mit Kostüm, wenn ihr richtige Hardcore-Spieler seid, werdet ihr das natürlich mitnehmen. Ist ja auch ein gutes Pokémon. Glaciola ist auch ein richtig guter Eisangreifer. Kann man sich mal gönnen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.